Viele Kunden der BASF wollen ihre CO2-Emissionen senken. Denn für die Endverbraucher wird das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger. Deshalb hat die BASF ein Tool entwickelt, in dem der CO2-Fußabdruck jedes einzelnen ihrer 45.000 Produkte berechnet wird. Wir werden daran gemessen, durch den CO2-Fußabdruck unserer Produkte, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, inwieweit wir zu diesen Reduktionen auch beitragen. Und deswegen war es für uns sehr wichtig, eine Möglichkeit zu haben, die CO2-Fußabdrücke unserer Materialien, die wir als Rohstoffe unseren Kunden verkaufen, auch zu messen und dies auch nachvollziehbar und transparent zu machen. Responsible Care ist für den Ludwigshafener Chemieriesen aber nichts Neues. Schon seit 1992 hat die BASF zu dieser Selbstverpflichtung geäußert und hat das dann auch schon vorangetrieben. Schon seit 2007 habe ich das dann auch voll integriert in unser Managementsystem, das wir weltweit implementiert haben. Jetzt hatte es die BASF aber mit einem wachsenden Bedarf bei ihren Kunden zu tun und sich deshalb entschlossen, eine digitale Lösung zu schaffen, mit der automatisiert und standardisiert die CO2-Fußabdrücke berechnet werden können. Hinter unserem digitalen Tool steckt ein großes Projektteam, das global verteilt an verschiedenen Standorten sitzt und durch die zunächst mal ungewohnte Situation, dass wir ja gezwungen waren, rein virtuell miteinander zu arbeiten, haben sich eigentlich positive Effekte ergeben, dadurch, dass wir viel flexibler miteinander virtuell zusammenarbeiten konnten und die verschiedenen Teile, die die unterschiedlichen Kollegen erarbeitet haben, dann so effizient zusammengetragen haben. Schon Ende des Jahres 2021 will die BASF soweit sein, für ihr komplettes Produktportfolio CO2-Fußabdrücke zur Verfügung zu stellen. Aber das ist nur ein Teil einer Entwicklung hin zu weniger Emissionen. Insgesamt gibt es in die BASF ein ganz großes Ziel, dass wir bis 2030 unsere allgemeine CO2-Emissionen, Scope 1, Scope 2, um 25% sinken möchten. Landessieger im Responsible Care-Wettbewerb. Auch das ist nur eine Zwischenstation. 2050 will die BASF klimaneutral sein.